Okay, also er wirbt damit, dass er bevor er den Leuten was antut, Bilder macht und nach dem Ganzen, was er dann den Menschen angetan hat, macht er dann auch Bilder. Was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir gehen heute gemeinsam wieder ins Darknet, Episode 6. Ich denke, ich muss euch nicht viel dazu erzählen. Das Dark Web, Deep Web Thema ist ja sowieso enorm gefragt bei euch und ihr verschlingt die Videos ja sozusagen. Ja, heute Episode 6 des Dark Web Formats. Ja, mal gespannt, was uns heute im Dark Web erwarten wird. Wir werden uns wieder diverse Seiten anschauen, vielleicht auch wieder den einen oder anderen Chatroom. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich rede nicht mehr so viel. Lassen wir uns mal überraschen, was uns heute in der heutigen Folge Dark Web erwarten wird. Noch ganz kurz, bevor das Video losgeht, wenn du ein Fan von Horror und alles zum Thema Horror feierst, dann bist du hier genau richtig und ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst, dem Video vielleicht einen Daumen nach oben gibst, falls du das noch nicht getan hast und eventuell die Glocke aktivierst. So, jetzt holt ihr euch noch den ein oder anderen Snack, damit ihr ready für das Video seid, weil ihr wisst, die Dark Web-Videos sind immer etwas länger. Also holt euch einen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und ja, sonst steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Ich würde sagen, let's go. Wir gehen jetzt ins Dark Web und mal schauen, was uns heute erwartet. Ich bin gespannt. Let's go. Alright, Friends. Wir befinden uns jetzt im Dark Web, wie ihr hier oben auch sehen könnt. Punkt Onion ist auch immer der Beweis. Weil sehr viele Leute sagen, ich wäre nicht im Dark Web. Absoluter Quatsch. Ihr seht es ja hier, Punkt Onion, weil im Dark Web gibt es kein Punkt com, kein Punkt de, Punkt net und. Da gibt es nur Punkt Onion als Link. Und wir sind jetzt wieder in einem Chatroom. Und da würde ich sagen, One-to-One-Chat. Wir lassen uns erstmal ein bisschen warm laufen hier im Dark Web und chatten einfach mal mit einer fremden Person. Ich bin auch mega gespannt, was wir heute alles für Seiten finden werden. Aber ich dachte, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Chatroom. Ich schreibe mal Hey. Ihr wisst ja, das sind komplett fremde Personen und diese Chatrooms sind ja auch komplett anonym. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die Person weiß nicht, wer ich bin. Außer sie hackt mich auf irgendeine Weise, indem sie mir irgendwelche Links oder sowas schickt, die ich dann anklicke. Aber das mache ich ja nicht. How old are you? Wie alt ich bin? Ich schreibe mal rein. 25. 40. Alright. Okay. Into. Also, auf was ich so stehe. Ich frag mal, what do you mean? In der einfach mal so ein bisschen tun, als wüsste ich nicht, was er meint. Ich finde es manchmal auch richtig creepy, weil ihr müsst ja überlegen, das sind ja wirklich Chats, die sind ja komplett anonym so. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das könnte der größte Serienmörder sein. Das könnte aber auch der größte Nerd sein. Wisst ihr, ich meine, es ist total. Ich finde es mega interessant, so mit fremden Leuten im Dark Web vor allem zu chatten. Nach was ich suche, nice people. Also nette Personen suche ich. Er hat geschrieben, über was möchte ich reden, habe ich geschrieben, worauf auch immer du Bock hast. Ich habe ihn mal gefragt, hast du schon mal etwas Verrücktes hier erlebt? Oh, und er hat geschrieben, er ist ein Fotograf und ich. Nice. Ich schreibe ich auch. Weil, wie ihr wisst, mache ich ja sehr, sehr viele Bilder, vor allem auch auf Instagram und so weiter. Er hat mich jetzt gefragt, was ist mein Lieblingsthema, wenn es um Fotografie geht? Und da habe ich geschrieben, Menschen, Porträts and Landscape, also Landschaften. Ich fotografiere total gerne mal so eine Landschaft oder so. Also er ist freiberuflich, aber er arbeitet für. Das ist anscheinend eine Marke für Schwimmsachen und Schwimmanzüge und so, also Badeanzüge und so. Ich habe geschrieben, oh nice. Und nach was er hier im Dark Web sucht, weil warum ist er hier? Ich meine, klar, warum bin ich hier? Ich mache ein Video für euch und will mich mit irgendwelchen fremden Personen im Dark Web unterhalten, aber wäre ja auch interessant zu wissen, was er da treibt. Okay. Er hat geschrieben, seitdem er diesen Beruf ausübt, ist er ein Perverser geworden, um ehrlich zu sein. Ich frage ihn mal, was meinst du? Oh, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Konversation mit dem Mann so düster, also so düster wird. Er hat jetzt geschrieben, es ist schwer, professionell zu bleiben, wenn du Bilder von so vielen minderjährigen Modellen machen musst, also von minderjährigen Kindern. Okay, aus irgendeinem Grund ist er meiner Frage ausgewichen und hat geschrieben, warum bist du im Dark Web? Ich glaube nicht, dass du über Religion hier sprechen möchtest. Hoffe ich, schreibt er. Also ich habe jetzt geschrieben, eigentlich nur mit fremden Personen zu schreiben, um ehrlich zu sein.
hat jetzt gerade geschrieben, also im Clear Web, also das normale Internet, was wir alle kennen, gibt es ja auch normale Chatrooms. Warum ich ausgerechnet hier bin. Und dann habe ich geschrieben, weil hier halt verrücktere Leute sind. Er hat geschrieben, was magst du an verrückten Leuten, wie mich zum Beispiel. Ich habe ihm geschrieben, ich glaube nicht, dass du verrückt bist, ich glaube, du bist krank. Okay, er hat uns verlassen, nachdem ich gesagt habe, dass er krank ist. Okay, ich bin jetzt in einem neuen Chatroom und ich schreibe gerade mit einer Person, die hat mich angeschrieben, Hacker, ob ich ein Hacker bin. Ich habe geschrieben, warum? Dann hat er gesagt, er braucht Informationen. Dann habe ich geschrieben, was für Informationen? Und dann meinte er, about Truecaller. Truecaller, keine Ahnung, was das ist. Dann habe ich geschrieben, was? Dann hat er geschrieben, das ist eine App für Android. Und habe ich ihn gefragt, was ist das für eine App? Und er hat gesagt, das ist eine App, da kannst du irgendwie Anruferinformationen herausfinden über Handynummern. Also ich schreibe ihm jetzt, I can't help you, sorry. See ya. Verlassen wir den mal und schauen, was uns noch hier erwartet. Er hat geschrieben, girl or boy. Ich habe geschrieben, boy, you, also du. Und er hat geschrieben, wie alt bist du? Ich schreibe, 25. 25 und du. Oh, er hat uns ver... Wenn das nicht ein Indiz dafür ist, dass diese Person vielleicht doch lieber jemand Jüngeres in diesem Chat erhofft hat. Okay, sehr interessant. Ich bin jetzt gerade auf eine Webseite gestoßen, beziehungsweise auf Facebook gestoßen im Dark Web. Und es sieht aus, als wäre es wirklich Facebook. Und ich habe gerade ein bisschen recherchiert und es scheint tatsächlich Facebook zu sein für die Leute, die zum Beispiel in Ländern wie China oder so leben. Da gibt es ja kein Facebook. Und oder allgemein in Ländern, wo halt eben sowas nicht geduldet und nicht erlaubt ist und gesperrt ist, können diese Leute eben von diesen Ländern hier auf Facebook gehen und alles nutzen. Was ich persönlich ziemlich cool finde. Weil wenn du jetzt zum Beispiel in einem Land lebst, wo du solche soziale Medien gar nicht nutzen kannst, kannst du zum Beispiel hier reingehen und es einfach im Dark Web nutzen. Mal nichts Schlimmes, sondern eigentlich, ja, ich find's jetzt nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist interessant. Okay, was ist das? Alien Documents, Alien Images, NASA Documents, Confidential Documents. Okay, also es handelt sich hier irgendwie um eine Webseite. Pay Amount. Was? Waiting for your payment. Also, das ist eine Webseite, da kannst du anscheinend Alien-Dokumente, Alien-Bilder und vor allem auch NASA-Dokumente kaufen. Wer auch immer das verkauft, wer auch immer hinter dieser Seite steckt. What? The file contains the following information. 7 GB an Daten kannst du hier kaufen. Also das hier würde das kosten, um Alien-Dokumente zu bekommen. Lass uns mal kurz schauen, wie viel das ist. Okay, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, also ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, wären das 30 Euro dafür, dass du irgendwelche Dokumente bekommst, wo du nicht mal weißt, was es ist. Also anscheinend Alien-Dokumente. Kann aber auch einfach irgendein Müll aus dem Internet sein. Also, hier oben. Also hier steht, es sind 10 Dollar. Keine Ahnung, wie ich bei dem anderen gerade auf über 20 Euro gekommen bin, aber hier steht 10 Dollar. Okay, also ganz merkwürdig. Once the payment has been confirmed, you will be redirected to the download address. Also sobald man gezahlt hat, kommt man auf eine Seite und dort kann man anscheinend dann die ganzen Sachen downloaden. What? Also irgendwie merkwürdig. Ich glaube, das ist doch einfach nur eine Geldmache. Comic Book Library. Okay. Titles. Ich klicke jetzt mal eins an. Was kommt dann? Ah, okay. Oben ist dann das Ding. Okay. Verstehe. Das ist also eine Seite, wo du dir Comics anschauen kannst. Okay, dann kannst du nach dem Autor gucken. Und dann werden dir hier die ganzen Comics angezeigt von den ganzen Autoren. Eigentlich ganz interessant. Also du kannst dir hier einfach Comics anschauen. Auf dieser Webseite. Interessant. Auf jeden Fall. Beneath VT. Okay, also es handelt sich hierbei um eine Webseite, die von irgendwelchen College-Studenten in Amerika erstellt wurde. Die irgendwelche Studenten erstellt haben. Und da geht es quasi, die zeigen, was unter Virginia Tech, also das wird wahrscheinlich irgendein Campus oder so sein, Studentencampus sein, was unterhalb des Campuses ist, also die ganzen Tunnelsysteme und so weiter. Okay, warum sollte man sowas machen? Also hier steht Gefahren. Also welche Gefahren es unterhalb des Campuses gibt.
unter anderem Verbrennungen, also dass du elektrizitiert werden, elektrizitiert, dass du halt einen elektrischen Schock bekommen kannst. Tod, was steht hier? Steam Tunnels are not safe places, there are large drops. Okay, also da steht dann irgendwie hier, dass es zum Tode führen kann, weil es da unten sehr gefährlich ist. Buildings. Dietrich Hall. Okay, Tunnels. Aha, okay. Also hier sind quasi die Tunnel. Oh, krass, mit Bildern. Fotos von diesem Tunnel. Aber warum sollte man das machen? Also ich meine, das ist ja schon interessant, aber wer kommt auf die Idee, so eine Webseite zu erstellen? Also das sind die Tunnel unterhalb. Ich meine, es ist schon interessant, aber warum sollte man sowas machen? Oh, da ist die Karte. Ah, okay. Also hier in diesem Bereich. Und dann halt alles unterirdisch. Also was hier alles unterirdisch ist. Und das ist hier irgendwie markiert. Also wenn ich hier draufklicke. Okay. Ich meine, schon interessant irgendwie, aber irgendwie auch weird, oder nicht? Wieso, wer kommt auf die Idee, da die ganzen Tunnel zu erforschen und dann hier so ein. Also weiß ja nicht so recht. Aber ja, okay. Aha. Eine Auftragskillerseite. Das ist ein bisschen komisch hier. Photo of me, about me. Also so soll er anscheinend aussehen. Aha, ist klar. Look at me closely. Ask yourself, do I look scared? Also guck mich genau an und frag dich selber, sehe ich aus, als hätte ich Angst? Country. Europe, Countries and Middle East. Also er treibt sich anscheinend in Europa. Junge, da ist einfach Jeff the Killer. Yo. Einfach Jeff the Killer am Start. What? Do you know what makes you weak? Okay. Oh. Ja, gut, das kann ich euch nicht sagen, meine Freunde. Aber mehr hat die Seite nicht. Es gibt da noch eine Kontaktoption, aber das werden wir garantiert nicht benutzen. Photographer Hitman. Okay, also er wirbt damit, dass er bevor er den Leuten was antut, Bilder macht und nach dem Ganzen, was er dann den Menschen angetan hat, macht er dann auch Bilder. Ah, okay. Was auch immer diese komischen Bilder hier sollen. Informationen. Okay, das ist Information. Er hat schon über 50 durchgeführt. Und er ist schon über 20 Jahren in dieser Branche. Alter. Das heißt also, er hat schon über 50 Leute gemurkst. Also, wie gesagt, man weiß nie, ob diese Webseiten echt sind. Also, ich kann es euch natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, die Seite ist echt. Kann auch einfach ein Fake sein, ein Scam. Irgendwelche Leute im Dark Web, die sich halt gedacht haben, ach komm, wir machen mal so eine Webseite und machen den Leuten Angst. Deswegen, ich kann euch nicht zu 100% sagen, ob das echt ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall mega, mega weird. Welcome to BBC. Warum auch immer, aber da sind keine Bilder. Aber ich glaube, ich weiß, was das sein soll. Das ist dafür da, dass ebenfalls, so wie wir das schon mit dem Facebook vorhatten, das dient höchstwahrscheinlich für Leute, die in irgendwelchen Ländern leben, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Und die dann auch nicht viel mit den News mitbekommen, die sehen dann keine Nachrichten. Und da gibt es dann immer nur dieses, wie gesagt, keine Meinungsfreiheit. Und für diese Leute, die können dann auf diese Webseite hier gehen und sehen hier die kompletten Nachrichten der ganzen Welt. Ist halt mega cool für, wie gesagt, Leute, die in einem Land leben, wo es keine Meinungsfreiheit gibt. Und wo auch sowas wie Nachrichten und so nicht so viel toleriert wird. Und die können eben auf so eine Seite gehen und sich dann halt die kompletten Nachrichten der gesamten Welt anschauen. Ich finde es super gut. Und wie man sehen kann, hat das Dark Web auch ebenfalls auch positive Sachen hier drin. Oh, damn. Und wo wir gerade beim Thema positive Sachen waren. Was habe ich da schon wieder gefunden? Okay. Nein. Ich habe gerade einfach einen random Link angeklickt. Was man eigentlich nicht machen sollte, ich weiß. Ich sag's euch auch immer. Geht gar nicht ins Dark Web. Falls ihr ins Dark Web geht, dann nur mit Vorsicht und klickt aber nicht irgendwelche Links an oder geht auf irgendwelche Seiten, die ihr nicht kennt. Und ich bin halt gerade eben auf eine Seite gegangen, wo ich keine Ahnung hatte, was es war. Die war in einem Forum aufgelistet und jetzt bin ich hier gelandet. Man kann entweder beitreten oder gehen. Und ich will nicht wissen, was es ist, aber ich werde gehen. Hi, this is a webpage about things I want to write about. But this I'm fairly sure. It's stuff I want to write about. Okay, die Seite.
Das ist eine Webseite und irgendjemand, also die Person schreibt, das ist eine Seite, wo die Person Sachen reinschreibt, über die sie Lust hat zu reden. Also zum Beispiel Zwiebeln, Schnee, der Himmel, Sachen. Was? Hose? Hosen sind komisch. Ich habe angefangen, über Kleider zu schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, ich trage sie gar nicht. Die sehen komisch aus. Was ist das für eine Seite? Warum sollte man sowas erstellen? Ich habe ein Problem. Heute dachte ich, ich habe ein Problem. Was ist das? Too many, zu viele. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein soll. Absolut keine Ahnung. Okay, also ganz merkwürdige Geschichte hier. Was haben wir denn hier gefunden? Okay. Okay, hier gibt es Reviews von Leuten, die irgendwelche Waffen verkaufen. Hier kann man so Kryptowährung kaufen. Okay, Medikamente. Hier kannst du, Führerscheine und so kaufen. Also es ist irgendein Forum, dachte ich. Oder ist es auch? Und ich dachte, da kann man sich so unterhalten und so, aber du kannst hier halt einfach irgendeinen Quatsch kaufen. Und ganz wichtig, das Video dient wie immer nur als Bildungszweck und ich stehe mit nichts davon in Verbindung, damit das auch mal gesagt sei. Aber auf dieser Webseite hier kann man sich einfach Führerscheine holen. Führerscheine für jedes Land. Was? Guck mal, hier kann man hier zum Beispiel auf Germany gehen. Und dann kriegst du hier einfach einen Personalausweis für $350. Oder einen deutschen Führerschein oder einen deutschen Reisepass. Die Welt ist doch absolut crazy, oder? Hier gibt es sogar ein Tutorial, wie man am besten das Foto faked für den Pass. Junge. Oh, das ist heftig. Krass einfach. What? Ja, Friends, das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Wir gehen gemeinsam ins Dark Web. Ich finde, wir haben heute auch wieder extrem interessante Seiten gefunden. Also lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, welche Seite fandet ihr persönlich am coolsten oder am interessantesten. Schreibt es in die Kommentare. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich lade jede Woche eine Folge vom Dark Web Format hoch. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Friends. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.